gucken, was jetzt ist. Hast du das von Turnbull gehört? Ja, Turnbull war total korrupt. In der Zeitung steht, man wird sich an seinen Kampf für den 19. Artikel erinnern. Er hat seine Karriere dafür riskiert. Welcher ist das nochmal? Frauenwahlrecht, du Idiot. Dank ihm darf ich wählen, Tom. Genau wie seine Frau und seine 6 Töchter. Scheint, als hätte jeder 2 Seiten. Scheint so. Ich muss jetzt los. Tom, tu nichts, wofür du nicht in Erinnerung bleiben willst, okay? Dafür ist es zu spät. Das stimmt. So, endlich das Kapitel abgeschlossen. Weiter geht's. Exzellent. Ja, schmeckt toll. Das ist nur der Vorgeschmack. Ich habe gehört, dass von diesen Zigarren hier eine ganze Lieferung beschlagnahmt wurde. Ihr werdet sie mir beschaffen. Wir sollen Zigarren klauen. Wo ist das Problem? In unseren Nachtclubs werden sie uns gute Zigarren aus den Händen reißen. Es wirkt wie, keine Ahnung, Kinderkram. Du warst schon immer viel zu schlau. Dir macht man nichts vor. Kinderkram trifft's ganz genau. Danach soll es aussehen. Die Zigarren sind nur Tarnung für heiße Steine. In einigen Kisten sind geschmuggelte Diamanten. Aber die Feds haben sie nicht gefunden. Wir stehlen Diamanten von den Feds? Keine Sorge. Ich habe schon alle Einzelheiten mit Sam hier geklärt. Er sagt's euch. Jetzt muss ich den Bürgermeister in seinem Lieblingsherrenclub treffen. Schmiedet gemeinsam den Plan. Aber ich will die Zigarren, bevor jemand der Warenbeute auf die Spur kommt. Verstanden? Klar, Boss. Gut. Und trink nicht meinen besten Fusel. Wusstest du das? Wir haben gestern drüber gesprochen. Wir haben einen Plan. Es ist kein guter Plan, aber wir gehen nicht drauf. Wahrscheinlich. Na los, hilft uns dort jemand oder was? Nein. Wir sind auf uns gestellt. Das wird schwierig. Die Zigarren sind in Kisten am Hafen. Scheiße. Der Laden wird bestimmt gut bewacht. Ja, Gewalt hilft hier nicht. Wir machen's mit Köpfchen. Wir klauen einen Zolllaster und sind drin. Gott, müssen wir den armen Fahrer umbringen? Nein, wir jagen ihm Angst ein. Wir wollen nur seine Papiere. Gut, ich will keine Leiche loswerden müssen. Los, suchen wir nach einem Zolllaster unten bei den Docks. Alles klar, Tom? Ja, ich frag mich nur, was dahinter steckt. Dahinter steckt. Der Boss hat einen Job für uns und wir machen ihn. Es scheint nur verdammt riskant. Sogar für Diamanten. Wenn wir geschnappt werden, buchten sie uns lange ein. Dann dürfen wir nicht geschnappt werden. Oder? Ja. Wenn ich spiele, dann werden wir geschnappt. Sachen für den Auftrag. Kann ich euch sagen, ey. Geht zu Winnie, wenn ihr was Spezielles braucht. Ich brauch was hinter die Binde. Mann, Pauli, lass es doch mal einen Abend gut sein, bitte. Steig ein.
Gott. Hör auf. Du machst mich nervös, wenn du mit dem Ding spielst. Entschuldigung. Mir geht nur eine Menge durch den Kopf. Ach ja? Dachte, da oben wäre gar nicht so viel Platz. Macht euch ruhig tot. Glaubt wohl, ich hätte keine Pläne. Falsch gedacht. Ich habe große Pläne. Ach ja? Raus damit. Woran arbeitest du? Spiel mit dem Gedanken, eine Bank in der Stadt auszurauben. Eine Bank überfallen? Klar. Ich beobachte den Laden seit Monaten, hab alles genau geplant. Ich brauche nur ein paar Männer, die mir den Rücken frei halten. Ein Banküberfall ist etwas zu groß für uns. Wir beklauen doch auch die verkackten Feds, oder? Wo ist der Unterschied? Salieri ist der verdammte Unterschied, du Schwachkopf. Der Don wollte diese Zigarren haben. Ein Banküberfall segnet er nie ab. Muss er ja nicht wissen. Du willst den Don hintergehen? Nein. Nicht wirklich. Wir können ihm ja nach dem Ding einen Teil abgeben. Er wird sauer sein. Aber nur, bis er seinen Anteil hat. Ich weiß nicht, Pauli. Ja, ich weiß auch nicht. Tu, was du willst. Ich werde nichts sagen. Ich habe dir viel zu verdanken, aber wenn Salieri herausfindet, dass du hinter seinem Rücken arbeitest, landest du neben Morello. Keine Beute der Welt ist das wert. Er hat recht, Pauli. Frag den Don oder vergiss es. Ja, ist ja nur ein kleiner Traum. Wach auf. Wir sind da. Tom, du nimmst die Karre. Such einen Zolllaster und triff uns beim Zolldepot. Wir holen das restliche Zeug. Gut. Bist du bei der Sache? Ja, ernst wie ein Priester. Genau das habe ich befürchtet. Ah, mach dir keine Sorgen. Alles und dann, klar. Ne? Ja. Fuchtel nicht damit rum. Tritt ihr in den Arsch. So, wir sollen also einen Zolllaster klauen. Ohne gesehen zu werden. Ja, das wird ja super. Ich muss mal kurz hier auf die Karte gucken. Works Quarter. Achso, da sind wir schon drin. Okay. Da haben wir schon einen Kandidaten. Mann, geh hinne. Quietscht er. Den Zolllaster haben wir ja schon. Jetzt zu den Zigarren.
Alter, sind da Vögel drin oder was? Hören sich an wie Küken, ey. Das Gequietsche. Boah, Schnauze. Ob ich echt Küken habe im Laster. Das geht doch nicht. Park dort drüben, Tom. Oh, scheiße, daneben. So, jetzt aber. Und was sagst du, Frau Lehrer? Gut oder gut? Wo ist meine Uniform? Hä? Mehr haben wir nicht, Kumpel. Vorne haben nur zwei Platz. Du sitzt hinten. Was soll die Scheiße? Schon wollen sie mich loswerden. Lass dich aber nicht blicken, sonst gehen wir baden. Quatsch, ich gib dir eine. Ich weiß, was ich tun muss. Gehst du baden? Das erzählst du sicher allen Mädchen. Los! Wow, 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 wow! Los, Bewegung! Ist ja gut, ist ja gut. Flucht. Ich dachte, ich muss ballern. Ich muss ballern! Gemütlich da hinten, Tom! Was zur Hölle denkst du? Was haben wir für den Abschlepphof geplant? Keine Ahnung. Nach Kisten aus Kamerun suchen oder so. Wo die Zigarren herkommen. Weißt du, wie groß der Hof ist? Keine Sorge. Um diese Uhrzeit ist da nichts los. Wir haben freie Hand. Was sagst du? Was denn jetzt? Ach, Mist. Pete, hast du die Papiere? Im Handschuhfach. Was war das? Was war was? Was? Hier, bitte. Fahr weiter. Heute ist viel los. Wird schwer, einen Platz zu finden. Na toll. Hast du das gehört? Es wird viel los sein. Passt schon. Wir müssen nur schnell reagieren. Genau das fällt mir schwer, Sam. Das weißt du doch. Er ist nicht so ein Blitzmerker. Wie wir. Ich auch nicht. Sieht mich doch. Wo wart ihr denn so lange? Wir müssen bis Sonnenaufgang die Lieferungen überprüft haben. Ja, Entschuldigung. Wir konnten unsere Papiere erst nicht finden. Zeig, was wir tun sollen. Wir sind neu. Wir sind alle neu hier. Aber einige von uns wissen, wann es losgeht. Kommt mit. Okay, Tom, das ist was für dich. Geh in die Lagerhalle und such nach der Zigarrenkiste mit den Diamanten. Okay. Hier wird über alles Buch geführt. Such also in ihren Akten. Du suchst nach Kamerun-Zigarren, kamen in einem Boot namens The Bohemia, angedockt am Dienstag, dem 23. Klar? Ja. Das soll ich mir jetzt alles merken? Oder sehen lassen. Komm, wenn du fertig bist. Vergesse immer, welche zu kaufen. Die Feds schieben heute Nacht Überstunden. Schlimmer als eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Such einfach was, das fehl am Platz wirkt. Mit diesen Kisten werden wir nie fertig. Auch nicht in der Woche. Dann wirst du für eine Woche bezahlt. Heul nicht!
Scheiße. Oh Mann. Gut, dass er den nach da gezogen hat. Okay. Das wird helfen. Los, Leute, macht schneller. Wenn wir mit den kleinen Kisten fertig sind, machen wir uns an die großen nebenan. Das Geld ist gut, aber diese Feds sind Arschlöcher. Ich habe sicher schon 100 Kisten überprüft. Meine Fresse. So müde. Geh weg. Scheiße. Das will keine Knarren haben. Der da war eine Knarre. Scheiße. Hab ihn gefunden! Arschloch. Jetzt da mal nach. Ist da keiner mehr?
Alles nur Müll.